Hey, guten Abend, meine Lieben, und willkommen zurück aus der Sommerpause. Es waren zwar jetzt nur 3 Wochen, die wir nicht gestreamt haben, also eigentlich nur eine Woche länger als sonst, aber ich bin schon total aus dem Tritt gekommen. Ich bin irgendwie noch voll, mein Kopf ist noch voll im Urlaub und irgendwie habe ich noch nicht wirklich wieder in den Arbeitsalltag reingefunden. Wie war es denn bei euch? Wart ihr auch unterwegs? Habt ihr was gemacht? Wart ihr im Urlaub? Wir waren mit der Familie 2 Wochen auf dem Berg in Südtirol, auf so einem Bauernhof. Das war echt richtig schön und sehr entschleunigend und richtig, richtig cool eigentlich. Und jetzt, heute habe ich dann glatt vergessen, auch schon wieder den Stream auf Insta zu posten. aber egal, jetzt sind wir hier und verzeiht mir, wenn mein Hirn heute noch ein bisschen langsam ist. Ich bin echt noch ein bisschen irgendwie noch nicht wieder ganz da, aber egal. So, schön, dass ihr so zahlreich seid. Wow, 170 Leute schon da. Bevor wir starten, sage ich mal ganz kurz Danke an alle Mitglieder, die sich seit dem letzten Mal verlängert haben. Und zwar die Silke Dörr, Kerstin Bischoff, Jonas H. Bild und Ton sind versetzt, schreibt mir meine Sarah. Was ist denn hier los? Dann würde ich sagen, lasst mich mal ganz kurz ein Render-Delay reinmachen. Moment. So, ist es jetzt besser? Ich klatsche mal und ihr sagt mir, ob Bild und Ton jetzt korrekt zusammen sind. Ja, okay, gut, dann kann ich weitermachen. Danke an Jonas H., Michael M., Jerin Hofmeister, Christian A., Andrea Höh, Nina Aumüller, Süßkind Parfum, Schazuri, Nicoletta Deichert, Jacqueline Wolf, Belli, Resa, Katja, Anna Calimero, Ma D, Peppy Notes, Maria H, Claudelia Street, Michael 70, V Vogel, Taifu Chitak, Anna Ania, Daniela, Gamze Esen, Nicole B, Björn Krimp, Ines Z, Jimmy 78, René H, Chris K, Apollo My Love, Jesse, Sebastian und Claudine de la Rouge. Danke an euch. So, und ich habe auch gesehen, es sind schon ein Haufen Mitglieder wieder im Chat. Ich habe auch den Hannes schon gesehen. Und zwar hat er mir vor, das ist jetzt wirklich schon nicht mehr Wochen, sondern fast, glaube ich, schon Monate her, hat er mir eine kleine Sendung geschickt. Und zwar mit 3 Abfüllungen, unter anderem den City of Stars von Louis Vuitton. Dazu wollte er meine Meinung haben. Schauen wir uns dann gleich an. Und ich hatte, der ist dann irgendwie in meiner Handtasche verschollen gewesen. Aber ich habe ihn wieder gefunden. Und den gucken wir uns jetzt nachher gleich an. Was haben wir heute noch vor? Ah ja, ich habe ja schon angeteasert, dass ich eine tolle neue Marke gefunden habe. Die zeige ich euch nachher gleich. Dann habe ich ein paar neue Düfte. Ich habe gerade just in time noch eine Sammlung oder beziehungsweise 2 Sammlungen reinbekommen, die wir uns anschauen können. Und ich habe coole Giveaways heute. Noch ein kleines Announcement, bevor wir starten. Und zwar, ihr wisst ja, ab und zu bespreche ich Probensets, die wir dann alle gemeinsam riechen können. Und wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr euch die vorab holen. Dann können wir sie gemeinsam zum ersten Mal testen. Und da war jetzt eine Zeit lang die Website down vom Perfume Collective. Die ist jetzt wieder up. Also wer sich sozusagen das Probenset für das nächste Mal schnuppern holen will, das wäre dann der, ich glaube, der 26. September, da schauen wir uns das Gourmand-Set an. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar hier, falls ihr am 26.09. mitschnuppern wollt, könnt ihr euch hier das Set holen. Und genau, da funktioniert jetzt alles wieder. Da hatte mir jemand geschrieben, dass es irgendwie, weiß ich nicht, Probleme mit der Website gab. Und das ist jetzt wieder gelöst. So, okay. Gut, dann schauen wir mal, was ihr so schreibt. Bild und Ton passen jetzt. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal hier, bevor ich es wieder vergesse, mit Of Stars an von Louis Vuitton. Der interessiert mich jetzt tatsächlich auch. Hier schreibt, hey, welche ist die beste Seite für Parfumproben? Wenn du kein Problem damit hast, privat zu kaufen, dann ist es parfumo.de, der Souk. Ansonsten gibt es diverse Händler, die auch Proben verkaufen, unter anderem der FX Miller. Aber es gibt diverse, ja. Es gibt aus Liebe zum Duft, es gibt Essenza Nobile, es gibt Beauty Concept, alle möglichen. Jetzt schauen wir uns mal den City of Stars an. Weil zuletzt, als ich im Ende April in Paris war, da wollte ich ja unbedingt mal was bei Louis Vuitton kaufen.
Und war dann so enttäuscht von dem Store, weil alle Düfte da in den Testern irgendwie gekippt waren. Und da ist mir dann ein bisschen die Lust vergangen. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf den City of Stars. Ich schaue jetzt gerade noch nicht in die Noten, aber ich versuche sie euch zu zeigen. Und ich finde halt schon, dass Louis Vuitton so eine irgendwie wiedererkennbare DNA hat. Also ich finde, man merkt, dass es dasselbe Haus, das auch Imagination und Afternoon Swim gemacht hat. Sehr frisch, bisschen minimal zitrisch-blütig, würde ich jetzt sagen. Sehr fröhlich auch irgendwie. Ich würde auch sagen, ganz minimal feminin. Irgendwie schön. Irgendwie, also gefällt mir gut. Muss nochmal sprühen. Ich habe, glaube ich, etwas wenig drauf bekommen. Oh Gott, hier sind Viech in meinem Studio. Oh, oh, oh. Ist jetzt gerade mal eins meiner Lichter hingeflogen? ich hoffe, es ist kein... Oh, ich hoffe, es ist keine Motte. Naja. Okay, jetzt schauen wir mal in die Noten. Also, ja, zitrisch, Blutorange, rote Mandarine, Bergamotte, Limette kommt schön raus. Tiare zum Glück nicht so. Ich bin nicht so ein Fan von Tiare, auch wenn es immer einen Sommer-Vibe macht. Der Anton schreibt Ambroxan. Ja, kann schon sein. Kann schon sein. Also es hat definitiv so ein bisschen synthetischen Punch. Also diese Zitrusöle, die da drin sind, die kommen mir jetzt nicht super, super pur vor. Aber es ist trotzdem ein schöner Dufteindruck. Also es ist ein frischer, zitrischer, dezent floraler Sommerfreshy. Echt schön. Relativ simpel so für meine Nase. Ich finde ihn jetzt nicht sehr komplex oder irgendwas. Habt ihr Meinungen zu dem? Und schreibt, also ich finde die Louis Vuitton DNA der Freshies ist Ambrox Overdose. Ja, aber ich mag Ambrox eigentlich schon. Overdose finde ich es nicht, muss ich sagen. Der ist so kick. Also, der ist schön. Ich würde sagen, der ist sehr schön. Ist jetzt für mich kein Kaufkandidat. Also, dafür ist er irgendwie zu unspecial. Finde ich jetzt nicht. Da fehlt mir irgendwie das gewisse Etwas. Christian A. schreibt, seit dem Kalan von Parfum de Mali habe ich eine Blutorangensperre. Ja, ich bin auch nicht so ein Fan von Blutorange, aber ich finde, die ist hier nicht tonangebend, deswegen komme ich gut klar damit. Ja, Ambrox ist toll, ja. Da scheiden sich die Geister am Ambroxan, gell? Fritz Faber schreibt, das dürfte bei Louis Vuitton war nicht gekippt, es war eine Sonderedition. Nee, die waren gekippt. Da bin ich relativ sicher. Ja, ich weiß nicht. Also, auch wissend, was die für einen Preispunkt haben, würde ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Kaufkandidat für mich. Auch wenn der Flakon sehr schön ist. Ich finde grundsätzlich die Louis Vuitton Flakons sehr schön. Ich hätte schon mal gern einen. Aber bisher hat es mich noch nicht, hat mich noch keiner so sehr überzeugt, dass ich dann wirklich auch gekauft hätte. Jetzt waren da noch zwei andere Düfte dabei, bei denen die der Hannes geschickt hat. Was ist denn das? Den hat man. Boudicea. The Victorious Imperial, den kenne ich auch noch nicht, den schauen wir uns jetzt auch noch an. Boudicea habe ich auch noch nicht allzu viel probiert, hin und wieder mal was. Erinnert mich direkt mal an irgendwas, an was erinnert mich das? Orientalisch, würzig. Bisschen süß, aber auch irgendwie frisch. Würde mich auch nicht wundern, wenn da ein paar Zitrusnoten mit drin wären. Schauen wir mal, wo ist er denn? Imperial gibt so viele Düfte. Da muss man den Markennamen glatt mit dazu schreiben. Moment, ich schaue euch mal um. Dann könnt ihr live mir beim Nicht-Düft-Finden zuschauen. Habe ich das schon richtig geschrieben? Boudicea. Schreibt man schon so, oder? Ja. Boudicea, okay. genau. Aber ein sehr dezentes Oud. Also überhaupt nicht animalisch. Sehr clean. Leder kommt auch schön. Aber was ist denn das Süße, was ich da schmecke? Jasmin Patchouli, finde ich, kommt für mich auch stark. Dicken Lavendel. Mit etwas Angelika. Ja, finde ich schön. Ist schön gemacht. Recht harmonisch.
Da fällt mir jetzt nichts auf, was mich stört. Ich glaube, das ist so einer zum Hineinverlieben. Jetzt je länger ich ihn da auf dem Streifen habe, desto mehr meine ich auch da irgendwie noch so eine dunkle Schokoladenote zu riechen. Kommt denn die Süße her eigentlich? Weil der ist schon süß. Muss fast vom Jasmin sein, wenn ich so die Noten anschaue. Der heißt Imperial von Boadicea the Victorious. So. Ja, okay. Approved, würde ich sagen. Aber jetzt für mich auch kein Kaufkandidat. Schauen wir noch kurz den dritten an. Der dritte ist 4711 Aqua Colonia Blood Orange und Basil. Überall, wo Basilikum drin ist, da bin ich... Ich mag Basilikum in Düften sehr. Ich finde es immer sehr schön. Oh, Leute. Jetzt habe ich was für euch. Achtung, wartet mal. Machen wir den mal auf. Der erinnert mich direkt. Da ist er, glaube ich. Ja. Moment, ich kriege schon wieder WhatsApp. Ist mir schon wieder ausgefallen, oder was? Okay. Wisst ihr, an was der mich erinnert? Oh, das ist echt super. Oh nee, oder doch nicht. Ich sehe gerade, der erinnert mich nämlich brutal an Mandarin-Basilik. Und halt statt Mandarine haben wir Blutorange. Ist sehr, 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 sehr ähnlich. Also, ich könnte die Blutorange auf eine Mandarine halten. Und jetzt habe ich mich schon gefreut, weil ich gerade dachte, ich kann euch einen Duft zeigen, der sich besser hält als Mandarin-Basilik. Aber ich glaube, da haben wir uns zu früh gefreut. Der sieht mir nicht so aus. Aber wunderschön. Ganz, ganz, ganz toller Freshie. Den würde ich mir kaufen. Den trage ich jetzt mal und wir schauen mal, ob er sozusagen die Länge des Streams zumindest hält. Das wäre schon mal schön. Aber der ist sehr schön. Ganz, ganz, ganz toll. Und kommt mir schon eine Ecke intensiver noch vor als Mandarin-Basilik von Guerlain. Ja, sehr, sehr, sehr schön. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah, ich wollte nämlich gerade schauen, wie viele Frauen und Männer den tragen. Bei Mandarin-Basilik ist ja eher einer, den die Frauen tragen. Und bei dem hier auch eher. Aber ich denke, den können auch ganz, ganz, ganz gut Männer tragen. Also der hat mir jetzt fast am besten gefallen von denen. Hannes schreibt, der Preis ist unschlagbar. Wie viel kostet der denn? Schreib mal. Ja. Die Ilona fragt, was wir von Guidance halten, von Amouage. Ilona, den habe ich vor, ich glaube, zwei Streams oder so. Im vorletzten Stream, glaube ich, habe ich den reviewed. Da haben wir ihn uns angeschaut, zusammen mit der ganzen Kollektion. Da kannst du mal gucken. 15 Euro. Flaconi langt wieder hin mit 20 Euro. Ja, cool. Nee, also das ist absolut. Vor allem, weil der Mandarin Basilik, der kostet viel mehr. Der kostet schon so seine... Die Aqua-Allegoria-Düfte, die sind schon unverschämt teuer für die schlechte Haltbarkeit, die sie haben. Ich glaube, die kosten so 75 oder so. Ja, cool. Den hole ich mir vielleicht. Echt schön. Okay, gut. Dann, Leute, jetzt könnten wir mal kurz gucken. Genau, und zwar habe ich ja versprochen, ich zeige euch eine neue tolle Marke, die ich entdeckt habe. Und ganz ehrlich ist es nicht... Weil ich habe sie nicht entdeckt, sondern ihr habt sie entdeckt. Ich habe sie in einer Sammlung gesehen von euch, die ich angeschaut habe. Und dann habe ich auf Parfori direkt alle Düfte von denen probiert. Und dieser Teil des Streams, jetzt schauen wir uns nämlich die ganzen Düfte an, die ich von denen hier habe. Die Marke heißt Ojar. Und ich habe 6 Düfte von denen hier. Alle von Parfori und Parfori ist auch der Sponsor dieses Teil des Streams. Also nicht, dass ihr denkt, die Marke sponsert mich. Nein. Heute sind wir von Parfori gesponsert, beziehungsweise eben für diesen Teil des Streams. Und das Coole ist, ich habe ja wahnsinnig viele Düfte probiert mittlerweile bei Parfori. Die haben ja eine unglaublich riesige Auswahl an Marken. Und für gewöhnlich ist es so, wenn ich dann die Marken so durchprobiere, ich habe meistens Hit and Miss. Also... ich bin eigentlich froh, wenn ich einen finde, der mir gefällt von der Marke. Und ich war echt geflasht. Alle 6 sind gut. Also da gibt es keinen, den ich nicht mag. Und ein paar sind sogar spitzenmäßig. Und deswegen dachte ich, irgendwie eignet sich das gut, die mal gesammelt vorzustellen.
Für ein Video ist ein bisschen wenig Material, aber ich habe mir gedacht, ich führe euch jetzt mal durch die OJAR-Düfte, weil die echt richtig cool sind. Noch ganz kurz, bevor wir sie, falls ich euch jetzt den Mund wässrig machen sollte, für einen von denen oder mehrere, dann zeige ich euch noch ganz kurz, wie ihr sie kriegen könnt. Und zwar im Stream hier in der Beschreibung ist ein Link unten drin. Der führt zu Parfori, falls ihr da ein, also Parfori ist natürlich ein Subscription, Parfum Subscription Service, ich glaube, das wisst ihr mittlerweile alle. Und falls ihr das probieren wollt, könnt ihr mit dem Code LENI55 hier 55% auf euren ersten Abo-Monat bekommen. Und hier sind die Düfte, die wir uns alle anschauen jetzt und ihr könnt ja dann gucken, ob euch was interessiert. Parfori funktioniert so, ihr sucht euch Düfte aus, die ihr in euren Duftkalender tut. Da kommt dann einmal im Monat einer zu euch. Das Abo, wenn ihr monatlich zahlt und auch monatlich kündigen könnt, kostet 17,95 Euro. Wenn ihr einen längeren Zeitraum bucht, wird der Preis günstiger. Und ja, es ist halt cool, ne? Weil ihr bekommt diese 8 Milliliter Flakons. Die sind von der Größe her genauso, wie ich es eigentlich gern habe. Nämlich genügend Menge, dass man die auch wirklich mal ein paar Wochen ausführen kann und sich ein gutes Bild machen kann, ob man den Duft wirklich mag. Ihr habt garantiert die Originalware. Es ist nicht so risikoreich wie auf Parfumo, dass ihr nicht wisst, ob das dann wirklich auch der Duft ist, den ihr bestellt habt und so weiter. Und falls ihr eine Vollgröße kaufen wollt, könnt ihr das dann bei Parfori auch tun. Zu einem Rabatt meistens auch. So. Und Disclaimer, die meisten Düfte sind in eurem Abo enthalten. Es gibt ein paar Düfte, die einen kleinen Aufpreis haben. Wenn der Flakon mal irgendwie über 240 Euro kostet, dann kann sein, dass bei der Abfüllung ein kleiner Aufpreis mit dabei ist. Das steht aber mit dabei, also da werdet ihr nicht irgendwie, irgendwie über den Tisch gezogen, sondern ihr seht es dann, ne? Ihr seht dann ganz genau, was es euch kostet oder eben, ob es komplett in eurem Abo enthalten ist. Ja, genau. Okay, und jetzt schauen wir die uns an. Echt richtig cool. Okay, ich würde sagen, ich sehe schon, die Simone schreibt, sie hat bisher nur den Halver Kiss probiert. Halver Kiss, wo bist du? Mit dem fangen wir jetzt an. Halver Kiss ist der, muss ich sagen, den ich fast am schwächsten finde von denen. Wo ist er denn jetzt? So viele Kärtchen hier, die sind alle schon, sie sehen alle schon nicht mehr ganz frisch aus. Ich habe auf jedem Kärtchen auch schon den Dry Down gesprüht. Hier haben wir den Halver Kiss, so sieht er aus. Und der ist so ein bisschen süß, würzig, gourmandig. Ich mache euch den mal auf. So sieht er aus. Achso, ihr seht es nicht. Hier ist er. Genau, und der ist schon schön. Also die sind alle schön. Wie gesagt, es gibt echt keinen, der mir gar nicht gefällt. Das ist der, der mir noch am wenigsten gefällt. Und ich glaube, es ist für mich ein bisschen viel Honig drin. Ich hätte ein bisschen weniger Honig vertragen können. Er ist vom Dufteindruck her, erinnert er mich stark an Jardin de Misfa. Das ist ja mein absoluter Lieblingsduft von Union Nomad. Und die sind sich ähnlich. Der hat nämlich auch dieses rose Dattelding, allerdings mit weniger Honig. Und dieses Sesam, Vanille, die gerösteten Nüsse, das kommt dann im Drydown richtig schön raus. Und diese Kardamom, Pistazie, Safran-Geschichte da, das gibt im Kopf noch so richtig schöne Würze. Ich muss allerdings sagen, für mich ist es gerade so ein No wegen dem Honig. Der Honig ist mir so diesen Ticken einfach irgendwie zu viel. Aber Leute, die ihr Honig mögt, ihr wisst, was ihr kriegt. Genau, das war der Halver Kiss. Dann, ich schau mal, ob ich das hier ein bisschen klimaktisch aufziehen kann. Was haben wir denn als nächstes? Einen, den ich auch sehr schön finde. Aber wie gesagt, ich finde die alle gut. Ist der Eagle-Eyed Stranger. Und, also ich muss zugeben, diese Düfte, diese Marke, ich habe mal ein bisschen researched, was da dahinter steckt. Die kommt aus dem Oman. Die ist, wurde kreiert von einer Dame. Und aus dem Oman kenne ich bisher eigentlich nur Amouage, glaube ich. Und die Düfte sind alle sehr gut gemacht, sind alle mehr oder weniger orientalisch. Und erinnern mich auch mehr oder weniger meistens an irgendeinen anderen Duft, zumindest entfernt. Ich würde nicht sagen, dass irgendein Duft hier eine exakte Kopie von irgendwas ist, aber ich habe zu jedem einzelnen Duft, den ich euch jetzt vorstelle,
eine gute mentale Notiz, einen Vergleich, den ihr in eurem Kopf machen könnt, damit ihr ungefähr wisst, was es für eine Richtung ist. So. Genau. Also, Eagle-Eyed Stranger. Und der ist, ich sage euch am Schluss an, was er mich erinnert. Der ist so ein bisschen grün-frisch mit ein bisschen Eichenmoos, Maiglöckchen, bisschen Vetiver und vor allem auch Weihrauch. Und Weihrauch ist in diesen orientalischen Düften echt immer stark vorhanden. Den finde ich so ein bisschen maskulin, kühlend, ein bisschen mysteriös. Und wenn er dann runtertrocknet, dann hat er für mich definitiv so ein bisschen Oud for Greatness Vibes. Also die sind schon irgendwie verwandt. Ihr seht hier die Noten. Er ist allerdings viel grüner und viel holziger. Also der Weihrauch kommt viel stärker raus. Und schon wieder dieses Viech hier. Was würde ich sagen? Eichenmoos kommt stärker raus, Weihrauch und Vetiver sind alle ein bisschen stärker als in Oud for Greatness. Wir haben hier auch gar kein Oud angegeben, aber der Dufteindruck ist, wenn er runtergetrocknet ist, dann schon relativ gleich. Aber ein sehr schöner Duft. Also muss ich echt sagen, ist schon, wie ihr es auch hier seht, relativ maskulin meiner Meinung nach. Aber man kann den auch als Frau tragen. Ich trage ja auch Oud for Greatness als Frau und es ist überhaupt kein Problem. Also der ist auch toll. Dann, jetzt muss ich schauen, dass ich hier nicht alles auf einem Haufen liegen habe. Was haben wir noch? Oh ja. Okay, dann machen wir als nächstes den Wood Whisper. Der hat einen schönen Flakon. Ich würde ihn allein aufgrund des Flakons eigentlich schon gerne haben. Und ich dachte irgendwie, das wird ein Waldduft sein. Aber er ist überhaupt nicht waldig. Wisst ihr, an was der mich brutal erinnert? An Baldur Frick. Also der hat für mich in der Kopfnote ganz, ganz einen ähnlichen Vibe. Also so ein bisschen fruchtig, blütig, Kokos, sommerlich, bisschen süß, so ein sehr fröhlicher Duft. Ganz, ganz fröhlich. Also echt richtig schön und feminin, würde ich sagen. Schauen wir mal, wer den so trägt. Ja, trotzdem hauptsächlich Männer. Aber auf mich wirkt er leicht feminin. Der ist süß, holzig, trifft schon, aber das ist nicht die ganze Wahrheit, weil wir haben auch noch diese Blüten und diese kleine Fruchtigkeit und er ist sehr, sehr, sehr ähnlich Baldur Frick. Ich glaube, vom Preis her nehmen die sich, glaube ich, nicht viel. Es müsste in etwa ähnlich sein. Schauen wir mal Performance an. Ja, 8,2 steht jetzt hier. Ja, also bei mir hat er keine 8,2 Performance. Bei mir ist es ein bisschen schlechter. Ich würde jetzt, wenn ich bewerten müsste, würde ich eine 7,8 geben vielleicht. Ja, aber ist sehr schön. Wunderschön. Und dann haben wir noch einen tollen. Und zwar, du kommst weg. Kaschmir Print heißt der. Und das ist auch ein schöner. Der Kaschmir Print. Ah, der ist, ich glaube, das ist so ein Liebe oder Hass. Also der hat eine ganz, ganz, ganz bestimmte DNA. Und ich hatte mir aufgeschrieben, der ist für mich eine Mischung aus Teint de Neige und Lacoste Pour Femme. Also der ist sehr pudrig, so Iris-Fräsie, sehr angenehmer Moschus, aber sehr synthetisch. Also Synthetik merkt man schon stark. Ist halt so ein total gepflegter Alltagsduft. So ein bisschen holzig, ein bisschen molekülig. Wie gesagt, synthetisch. Und ja, ich würde sagen, wer Teint de Neige mag und Lacoste Pour Femme mag, der muss sich den fast mal anschauen. Der hat so einen braunen Flakon. Und ja, von den Noten her. Ich finde, der rosa Pfeffer kommt schön raus im Herzen noch. Die Rose merke ich nicht so stark, ich merke eher so Fräsi und Iris und starken Moschus, minimal Patchouli. Also wenn man die Noten da so stehen sieht, könnte man auch auf die Idee kommen, dass es vielleicht ein Chypre-Charakter ist, ne? Mit dem Zitrik, Rose, Patchouli, aber so wirkt er gar nicht. Das ist ein sehr cleaner, sehr weißblütiger, sehr, ja, sehr pudriger, femininer Duft.
auch sehr schön. Ist, glaube ich, so, wenn man einen für jeden Tag braucht, so einen richtigen Alltagsduft, ist das, glaube ich, wahrscheinlich der, der am besten passt. Der ist am wenigsten statementmäßig und trotzdem sehr, sehr schön, finde ich. Ja. Weiter geht's. Ich habe mich irgendwie jetzt so an diese Speed-Reviews gewöhnt. Ich habe ja in meinem letzten Video die Düfte gerankt in so eine Tierlist. Und das habe ich jetzt bei dem Video, das in 3 Tagen rauskommt, direkt wieder gemacht. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dann so im Video erzähle, das beschleunigt mich irgendwie, das macht mich effizienter, wenn ich das irgendwie in so eine Kategorie schieben kann. Ich habe das Gefühl, naja, vielleicht rede ich jetzt nicht mehr so viel, wenn ich Düfte erkläre. Bin ein bisschen mehr nicht präziser, aber schneller to the point, würde ich sagen. So, jetzt haben wir noch Red Redemption. Der sieht so aus. Und, ach, der ist auch schön. Ich weiß, ich sag's bei jedem, aber ich finde sie alle gut. Ich bin jetzt mal bold und tagge ihn als, das ist der Delina für Männer. Also, ist ein Rosenduft. Erinnert ein bisschen an Delina. Bisschen fruchtig, er ist aber auch ein bisschen moosig. Und ich finde, das gibt ihm ein bisschen den maskulinen Touch. Der hat einen rosa Pfeffer, der ein bisschen prickelt. Und der hat aber auch, wie die Delina, diese Vanille im Unterton. Ich finde, im Verlauf hat der etwas mehr Patchouli und etwas mehr Vetiver. Also insgesamt sehr viel maskuliner. Und deswegen ist er insgesamt weniger süß. Und deswegen finde ich ihn toll für die Männer. Das ist er übrigens. Genau, Blutorange ersetzt hier Litchi und Rhabarber. Hat aber in etwa denselben Effekt. Wobei, wenn ich sagen müsste, an was er mich mehr erinnert, würde ich sagen, er erinnert mich mehr an die Delina exklusiv als an die originale Delina. Aber wie gesagt, maskuliner. Also, ich denke, das ist vielleicht eine interessante Info für viele, weil ganz viele Leute oder ganz viele Männer finden ja die Delina sehr toll an Frauen. Und falls ihr irgendwas Ähnliches tragen möchtet, was aber eben nicht ganz so weiblich ist, dann könnte das eine coole Adresse für euch sein. Er heißt Red Redemption. Und der Chris K. hat gerade einen Superchat gesendet. Vielen Dank. Okay, und jetzt habe ich noch das große Finale hier. Das ist mein Liebling aus der ganzen Linie. Den habe ich auch schon in einem Video gezeigt. Der heißt Infusion Velour. Also Lederinfusion. Und oh, das ist wirklich ein komplexes Meisterwerk. Den finde ich so schön. Der ist so orientalisch, ja. Also ein sauberer Oud-Duft mit so floralen Tönen. Bisschen Zimtsüße, so Floriental-mäßig mit Leder, aber in Maskulin und mit Oud. Richtig schön. Und der hat eine Himbeere. Eine Himbeere, die wunderschön rauskommt. Der, Moment, ich zeige ihn euch. Die kommt nicht, finde ich, aufs erste Riechen. Die fängt so nach 5 bis 10 Minuten fängt die an zu strahlen und es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Himbeere. Himbeere, Brombeere haben wir auch drin. Die Brombeere kommt nicht so stark wie die Himbeere, aber er ist einfach irgendwie total rund. Also insbesondere für einen Duft, der 2-mal Oud gelistet hat, was ja schon immer so ein bisschen Angstfaktor dann ist, dass der irgendwie super animalisch kommt, der kommt überhaupt nicht. Oder ich kann nicht sagen, überhaupt nicht. Er kommt minimalst animalisch, aber auf eine so gute Art, die total vertretbar ist. Und ja, in Kombination mit dem Leder, das definitiv vorhanden ist, aber anscheinend nicht in den Noten gelistet, weiß der Geier warum, ist es echt schön. Er ist ein bisschen würzig, bisschen fruchtig, Leder, Oud. Und finde ich auch unisex, auch wenn ihn jetzt nur 7% Frauen tragen. Aber den finde ich tatsächlich sehr unisex eigentlich. Das ist der schönste. Die DNA ist jetzt auch nichts, was man noch nie gerochen hat. Also der ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, der ist super innovativ. Aber er ist extrem geil gemacht. Und den, Verzeihung, den habe ich auch schon ein paar Mal getragen jetzt. Also richtig, richtig cool. So. Das war's mit Oja. Jetzt muss ich mal kurz in den Chat schauen, ob Leute von euch schon Erfahrungen mit denen haben. Ja, Mirlisches schreibt, kenne Infusion Velour und Red Redemption, die sind sehr schön. Agnes Lübe fragt, gibt es auch Discovery Sets von der Marke? Das weiß ich nicht genau, aber wenn ihr sie discovern wollt, dann könnt ihr ja auch auf Porphyry gehen.
Das ist echt, also die sind echt richtig gut und ich habe die Marke auch so noch nicht wirklich im Handel gesehen. Also ich habe sie eigentlich noch nirgendwo rumstehen sehen in Deutschland. Nicht, dass ich jetzt besonders viel rauskomme, aber ja, habe ich jetzt eigentlich in eurer Sammlung dann zum ersten Mal gesehen. Ein paar von euch kennen sie. Melly Propelli fragt, geht ja auch ein bisschen in die Richtung Pyramus von Narciso. Du meinst wahrscheinlich den Kaschmir-Duft, gell? Wie heißt der denn? Den Kaschmir-Print? Nee, tut er nicht. Er geht wirklich mehr in Richtung Tardanisch, weil der Narciso Pyramusk, der hat keine Süße. Und der hat schon eine Süße. Der ist schon richtig, richtig... Nicht, ich würde nicht sagen girly girl, sondern womany woman. Weil er hat für mich nichts Jugendliches, aber er ist so komplette Femininität. Krasse Weiblichkeit, finde ich. Und auch bei dem Pyramusk von Narciso Rodriguez, auch wenn der nie von Männern getragen wird, weil For Her auf dem Flakon draufsteht, finde ich, ist dessen Duft, der absolut auch von Männern getragen werden könnte. So, Simone Spatz schreibt, der Red Redemption hat für mich keinerlei Ähnlichkeit zu Baccarat Rouge. Nee, hat er auch nicht. Wie gesagt, das ist der Delino. Der Delino für die Männer, ja. Mhm. Im KDW gibt es die, schreibt der Thomas Adam. Oberpollinger hat sie auch, ja. Die zwei Großen. Im Bräuninger gibt es auch. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Anscheinend gibt es sie doch. Aber nicht alle von uns wohnen so nah an der Großstadt. Mhm. Stimmt, die Ines Z schreibt, die haben auch Body Oils. Also wenn ihr mal, ich zeig's euch mal auf Parfumo, die haben von jedem Duft, haben die auch ein Öl. Und die riechen aber genau identisch, ist halt dann in Ölform. Aber das ist halt auch so eine Sache, die so ein bisschen aus dem Orient rüber schwappt, ne? Die Araber und so weiter, die sind das auch mit den Ölen viel mehr gewohnt. Das ist bei uns noch nicht so richtig angekommen, aber... Naja. Agnes Lüder schreibt, er riecht super ähnlich wie der Kayali Elixir. Den habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber gut. Kerstin Bischof schreibt, dein Stream kommt zu spät. Ich war vor ein paar Tagen im Oberpollinger und bin wohl vorbeigelaufen. Dafür habe ich mir den zweiten Nawab of Oud gekauft. Oh ja, das ist ein toller Duft. Interessant, dass du dir den gekauft hast. Ich habe den immer noch hier auf dem Schreibtisch liegen vom letzten Mal, weil ich nicht gescheit aufgeräumt habe. Und mir kam der doch recht maskulin vor damals. Wobei. Nee, der ist echt schön. Das war der mit der 9,2, ne? Genau. Ines fragt, ob ich auch Duftöle benutze. Nee. Eigentlich seltenst. Ich benutze die nur manchmal im Taler in Bozen. Da haben die nämlich zum Testen so ein Regal stehen mit den Amouage-Ölen. Oh, die sind toll. Wenn ich da bin, tue ich mir meistens eins von denen drauf. Aber ich selber besitze keine. Ich bin mehr ein Sprüher als ein Tupfer. Chris Faber fragt, Infusion etwas zu kräftig bei den Temperaturen über 25 Grad? Kann er etwas anstrengend werden? Ja. Das stimmt. Aber sind wir mal ehrlich, wie lange haben wir jetzt über 25 Grad? Jetzt haben wir vielleicht noch eine Woche oder zwei und dann frieren wir wieder bei 12 Grad. Also, ich würde sagen, auch die Verwendungszeitspanne, die wir auch bei diesen sehr orientalischen Düften haben, die ist schon immer eigentlich circa 49 Wochen im Jahr. Sunny Day fragt, wie ist die Haltbarkeit von den Amouage-Ölen? Kannst du sie grundsätzlich empfehlen? Ja, die ist gut. Amouage-Stifte halten sich, Öl oder Spray halten sich immer gut. Also zeigt mir einen schwachen Amouage. Ich habe noch keinen gesehen. Jetzt mit den neuen Kreationen, finde ich, norden sie sich ein bisschen ein. Da ist jetzt nicht mehr jeder Duft Beast Mode, aber die sind alle immer noch mindestens 8 Stunden plus. Mr. Digital to Work schreibt, 12 Grad klingen aktuell sehr gut. Ja, ich muss sagen, also ich sitze ja hier in Jacke, ne? Ich sitze hier unten im Studio, das ist der kälteste Raum im ganzen Haus und es ist gerade echt angenehm. Also ich habe zwar eine kurze Hose an, aber es ist wirklich, hier drin ist es schön, der Rest vom Haus ist ein Kamin, ein einziger Kamin. Buchstäblich bei uns, weil wir haben keine Türen im Treppenhaus, sodass wirklich auch die Luft dann so von unten nach oben steigt.
Benji fragt, wer hat eine 9,2 Bewertung? Der Nawab of Ud, den sich die Kerstin geholt hat. Genau, okay. Leute, dann lege ich jetzt die Ojas mal zur Seite. Und dann gehen wir mal weiter und schauen uns an, was wir noch vorhaben. Ah, übrigens, ich glaube, ich habe es am Anfang noch nicht gesagt, nächste Woche zum Stream kommt der Herbert. Dann machen wir unseren allerersten Stream. Er kommt jetzt schon das dritte Jahr zu mir, aber wir haben noch nie gestreamt. Und jemand von euch hat mich jetzt kürzlich daran erinnert, dass ich schon mal einjähriges Stream-Jubiläum habe. Das heißt, ich streame jetzt schon über ein Jahr, was krass ist. Und ja, es ist echt irgendwie cool geworden. Es ist eigentlich mein liebster Content. Stream ist irgendwie, auch wenn es sehr kontraintuitiv ist, Streamen für mich ist eigentlich sehr entspannend irgendwie. Oder auch nicht entspannend. Aufregend, aber auf eine gute Art. Stresst mich nicht auf eine negative Art. Weil ich auch nie weiß, was passiert. Und das ist irgendwie cool. Ja, okay. Gut. Jetzt fragt schon wieder jemand nach Guidance. Sagt mir jetzt mal ganz ehrlich, welcher Influencer hypt den Guidance momentan? Weil es ist jetzt das dritte Mal innerhalb von 2 Tagen, wo ich nach dem gefragt werde. Und auch die Antwort an dich, Bell R, du kannst einfach in einem meiner letzten Streams schauen, dann siehst du, wo wir über ihn sprechen. Ja, die Maria H. war es, genau. Ja, genau, der Herbert ist immer unterhaltsam. Das wird cool. Ich habe auch schon Themen, die wir machen. Also wir werden nicht nur den Stream machen, wir werden auch ein Video drehen. Er kommt auch zum Essen vorbei. Also ich freue mich da schon riesig drauf. Und 2 Wochen später nach dem Herbert kommt der Marcel zurück. Also noch ein Goodie für euch sozusagen. Und mit dem Marcel habe ich heute auch gesprochen, dass wir wieder ein cooles Thema für euch vorbereiten. Das wird wieder ein bisschen, es wird die Nerds wieder freuen, was wir da machen. Ich verrate es jetzt noch nicht. Das seht ihr dann, aber genau. Könnt euch da auch schon mal drauf freuen. Jetzt würde ich sagen, machen wir vielleicht die neuen Düfte. Ich habe ein paar Düfte, glaube ich, die hättet ihr mir nicht zugetraut. Fangen wir vielleicht mal an mit einem, den ich mir jetzt kürzlich gekauft habe. Und zwar ist es wieder einer von Sol de Janeiro, einem Brazilian Crush, und zwar der 71. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Caramelized Vanilla Macadamia. Das war's. Caramelized Vanilla Macadamia. Und ich habe ja schon den 62er. Der ist so ein bisschen Pistazien-Salzkaramell-mäßig. Der hat auch Salzkaramell gelistet, aber der ist ganz anders. Und ich wollte euch den jetzt unbedingt zeigen, weil das mal wieder ein Cheapie ist. Ich glaube, für den habe ich 20 Euro bezahlt oder so. Und meine Kinder lieben den. Also meine Große, die hat die letzten 2 Tage immer zu mir gesagt, Mami, du riechst so gut, da kriege ich gleich Hunger. Und der ist tatsächlich echt, der ist cool. Der ist richtig, also ich trage den gern. Boah, der ist schon heftig, wenn man ihn so sprüht, aber wenn er auf der Haut sitzt, geht's. Ist nur ein Body Spray. Ich zeige ihn euch mal eine Sekunde. Hier. Also, das ist ein Gourmand-Traum. Diese Noten hier, schaut euch das mal an. Es ist alles drin. Dieses Vanille-Karamell, ja. Meersalz, ganz dezent, wirklich schön. Die geröstete Macadamia-Nuss ist, genauso wie es hier auch scheint, wirklich die Hauptnote. Und die weiße Schokolade kommt auch sehr toll. Ich kann die Tonkabohne nicht ausmachen und die Kokosblüte auch nicht. Aber weil diese Macadamia-Nuss, die reißt alles an sich. Und in Kombi mit der weißen Schoki ist es dann echt wirklich zum Anbeißen. Also sehr authentisch Dessert. Extrem authentisch. Und wenn das dann so auf der Haut sitzt und runtergetrocknet ist und die Klamotten, dann ist man schon zum Anbeißen. Ich finde den die ersten 5 Minuten, wenn ich ihn gesprüht habe, finde ich ihn sehr heftig. Da denke ich mir, oh, too much. Aber der ist nicht so stark und der trocknet dann schön runter und deswegen ist er super cool. Und ich finde, das ist auch ein schöner Duft, um so ein bisschen den Sommer dann ausklingen zu lassen. Wir sind jetzt dann im September noch mal eine Woche weg und ich denke, da werde ich den wahrscheinlich mitnehmen. Da werde ich mir wahrscheinlich den Urlaub dann auf diesen Duft branden. Das mache ich ja gerne, dass ich sozusagen einen Duft im Urlaub immer trage und das wird dann der Duft, der mich immer an den Urlaub erinnert.
Und ich kann dann irgendwie auch besser mich an Sachen erinnern, die dort passiert sind. So. Simone Spatz schreibt, sie findet den Guidance gruselig. Ha, gruselig fand ich den nicht, nee. So, ist da Marcel im Chat, weil gerade jemand Hey Marcel geschrieben hat? Sehe ich gar nicht. Okay. Anna Calimero schreibt, mit den Sol de Janeiros konnte ich nichts anfangen. Mein Mann fand deinen Gezeigten hingegen toll. Das ist genau das Problem, was ich auch habe. Ich finde ihn auch nicht so, ich finde ihn too much, wenn ich ihn so sprühe. Aber auch gleiches Phänomen wie bei dem Gelben, bei dem 62er und gleiches Phänomen wie bei Keali Vanilla. Das wirkt gut auf die Umwelt. Das ist einfach die Leute um einen rum, die fahren auf süße Düfte ab. Meine Kinder, wie gesagt, lieben den. Und das ist auch die Art von Duft, für die man dann Komplimente bekommt. Ist irgendwie schon paradox, weil wir suchen uns oft so komplexe Meisterwerke, die aber dann niemand außer uns zu schätzen weiß. Nicht immer. Und dann trägst du so einen Duft für 20 Euro und alle sagen dir, wie gut du riechst. Ist echt krass. Shirin Hofmeister schreibt, Blanche Spät ist wunderschön, sollte aber homöopathisch dosiert werden. Ja, Agnes Lüder schreibt, bei mir steht Changing Constance von Penhaligon's auf der Liste. Ich habe Changing Constance ist ja ganz, ganz, ganz ähnlich Minuit et Demi, dem Duft von der Demi Rowling. Und wie es aussieht, wenn alles gut geht, werde ich den jetzt bald tauschen mit einer Zuschauerin. Und auf den freue ich mich auch schon, weil ich finde auch die Duft-DNA, wie auch von Changing Constance, finde ich genial. Nur der Changing Constance, der hält einfach nicht lang genug für den Preis. Das ist einfach nicht, okay. Ja. Veritas fragt die Patricia. Moment, nee. Das ist ein Gespräch unter euch, da halte ich mich mal raus. So. Ja, 71 und 62 sind, glaube ich, die besten Sol de Janeiros. Ich habe jetzt auch mal deren Bam Bam Cream ausprobiert, die Body Lotion. Ist auch gut. Ist schon heftig vom Geruch. Ich bin jetzt niemand, der stark riechende Body Lotions ständig benutzt, weil ich nicht möchte, dass es mit meinem Duft kollidiert. Aber wenn man jetzt nicht so ein starker Parfumträger ist, glaube ich, ist es auch cool. Blackberry ist es, genau. Wir tauschen. Ich freue mich auch schon. Ja. Ines Z schreibt, bei mir war es entweder Constance oder Jasmin oder wurde es die Katze. Ich finde halt die Bewitching Jasmin, die hat mehr Power. Die hat mehr Power, die ist ein bisschen darker, die ist ein bisschen komplexer. Ich glaube, die Changing Constance ist auf den ersten Blick mehr likable. Aber die Jasmin, die kommt so. Die kommt irgendwie. Die kommt stärker und die ist interessanter, finde ich. Und wie gesagt, ein bisschen dunkler, hat mehr Charakter, finde ich, als die Changing Constance. Aber sind beide wunderschön. Christian A. schreibt, mein Komplimentesammler Nummer 1 ist so gar nicht süß. Das ist der wunderbare Ganymede. Ja, echt. Also ich kriege immer noch so viele E-Mails von lauter Männern, die mir schreiben, wie viele Komplimente sie für den Ganymede bekommen. Das ist verrückt. Ich dachte irgendwie, der Hype müsste mal abflauen, aber der Punkt ist beim Ganymede einfach, es ist kein Hype, sondern der ist einfach so gut und die Leute reagieren einfach so gut auf den. Und ich glaube, die einzige Gefahr beim Ganymede ist, weil er ja schon sehr, sehr, sehr stark ist, dass man sich selber dann davon abriecht und dann keinen Bock mehr auf den hat. Anton Hore schreibt, die meisten Komplimente kriegt er für Masculin Pluriel. Ja, das ist halt so ein richtiger Macho-Duft, so ein richtiger männlicher Fougère. Kann ich mir schon vorstellen. Sylvie fragt, wie findest du Finis von Gritti? Habe ich gerade nicht mehr in der Nase. Ich habe schon mal gerochen irgendwann, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, Ines Z, endlich Herbst. Dann kann ich meine schweren dunklen Düfte wieder tragen. Ich freue mich auch schon riesig. Ich mache jetzt bald die Herbstlisten für euch. Bin sozusagen in den finalen Vorbereitungen und ich freue mich auch schon. Herbstliste ist immer meine Lieblingsliste im ganzen Jahr. Mag ich gern. Magdalena schreibt, sogar ich als Frau bekomme Komplimente für den Ganymede. Nicht schlecht. Ja, der ist halt einfach, riecht halt einfach gut, ja. Egal ob Mann oder Frau. Ist einfach spitze. Okay, dann gehen wir mal weiter.
Bei dem nächsten bin ich jetzt gespannt, was ihr sagt. Und zwar habe ich zum ersten Mal ein PR-Paket von Lancôme bekommen. War leider nicht Jasmin Masipan oder irgendwas drin, sondern was drin war, war der neue Idol. Der Idol Now heißt der. Das ist ein Flanker. Und ich besitze ja schon den Intense. Und ich mag den Intense echt gern. Und ich mag grundsätzlich die Idol-DNA echt gern. Jetzt hier, Moment, das war der falsche hier. Was ist das, der neue? Hier. Genau. Und ich finde es krass, weil die sind wirklich sehr ähnlich. Und der Idol Now hat eine 6,4 nur. Bei zugegebenerweise 27 Bewertungen, aber ich finde es krass, weil die riechen nicht so unterschiedlich. Und krasse Innovation, die sie hier gemacht haben, ist... Moment, das zeige ich euch kurz. Der Idol Now, der kann endlich stehen. Der hat hier unten so einen kleinen Standfuß, während der Idol Intense, der kippt mir immer noch überall um. Der kann nicht stehen. Ist echt ein Hazard im Schrank auch, den zu haben. Aber gut. Jetzt ist die Frage, wie riecht der Idol Now? Und wie gesagt, er riecht verhältnismäßig ähnlich zum normalen Idol, beziehungsweise dem Intense. Also es ist immer noch eine Rosen-DNA. Eine Rosen-DNA mit ein bisschen Frische und Süße. Und hier stehen jetzt angegeben Rose, Orchidee, Vanille. Diese drei Noten. Und ja, also... Der ist schon distinktiv floraler als der Intense. Nichtsdestotrotz wirkt der Intense auf mich noch etwas frischer, weil der Intense... Moment, kann ich euch das noch zeigen hier? Der hat nämlich noch diese ganzen Zitrusnoten und sowas, ein bisschen bitterherbes über diesen Chypre-Akkord. Also diese ganzen Geschichten hier machen den aufs erste Sprühen weniger drückend, den Intense jetzt. Aber nichtsdestotrotz, wenn sie dann runtertrocknen im Drydown, sind sie quasi identisch. Also da ist nicht viel um. Und ich finde es einfach krass, weil der hat eine 6,4 und der hat eine 7,7. Also ich bin da nicht ganz einverstanden mit der 6,4. Also eigentlich bin ich überhaupt nicht einverstanden. Ich würde dem auch eine 7,7 geben. Der ist schön, ja. Ist sich von der Grund-DNA her treu geblieben, ist einfach ein bisschen floraler, weniger spritzig, minimal süß am Auftakt, aber wie gesagt, im Drydown sind sie dann mehr oder weniger the same. So, leider nichts für ein Herbstvideo, weil ich finde ihn nicht sehr herbstlich. Ja, Hannes schreibt vermutlich mit Absicht so designt, damit sie umfallen und man sich einen neuen kaufen muss. Ja, die Story damals bei denen hier war ja, das ist sozusagen die neue Art. Also ich glaube, die sind so ein bisschen auf den Handy-Trend aufgesprungen. Dieses immer flacher werden, dass man den gut in der Handtasche mitnehmen kann. Aber ganz ehrlich, ich würde nie so einen Flakon mit in der Handtasche mitnehmen. Also, und es ist auch nichts, was man sich irgendwie in die Hosentasche steckt wie ein Handy. Deswegen war das designtechnisch, finde ich, ein Fail. Ich finde, optisch sieht er ganz nett aus, aber... Hier, die, wenn ihr die so anschaut, die sehen quasi identisch aus und der Standfuß bei dem hier stört überhaupt nicht. Also, genau, Flachmann für Frauen. So ist es. Simone Spatz schreibt, ich habe jetzt keine Lust mehr auf die Sommerfrischlinge. Ich will endlich meinen Moonlight tragen. Ich auch. Der Moonlight ist auch ein starker Contender für mein Herbstvideo. Der gefällt mir auch verdammt gut. So, okay, habe ich noch was? Ja. Ich habe noch einen Duft und zwar habe ich endlich The Chronic. Also ich muss schon sagen, Byron, Packaging-mäßig, eins mit Stern, machen sie mal gut. Und das ist nicht schief drauf gedruckt. Ich hatte den nur ausgepackt und dann diese Folie wieder, also nicht ganz mittig draufgesetzt. Also das ist jetzt meine Schuld, dass das so aussieht. Oh, Kerstin Bischof schreibt, ich muss mal deinen Deal mit FX Miller loben. Da sahnt man ja richtig viele Proben ab. Ja, finde ich auch gut. Vor allem, ihr kriegt den Rabatt und das Probenset immer mit dazu. So sieht er aus, der Byron. Und da thront er dann hier drin. Schön blau. So sieht er aus. Den stelle ich jetzt dann neben meinen
Green Butterfly. Er wirkt jetzt, ich sehe gerade im Monitor, wirkt er ein bisschen dunkler, als er eigentlich ist. Und witzigerweise, den The Chronic hatte ich schon mal in einem Video gefeatured. Damals, als ich noch nicht, als ich noch keinen Flakon hatte und keinen Kontakt zur Marke. Boah, der Sprüher ist Bombe, genauso wie bei Green Butterfly. Aber ich finde, The Chronic, und zwar wohlgemerkt das Original. Es gibt hier mittlerweile einen neuen. Der heißt The Chronic Rouge Intense oder irgendwie so. Moment, hier ist er. Der ist wunderschön. Das ist, ja, schön. Das ist der Intensive hier. Den mache ich euch auch mal auf. Extreme, genau. Den finde ich gar nicht gut. Aber den hier finde ich spitze. Und ich finde es vor allem auch schön, dass der einen neuen Flakon bekommen hat. Der alte, der war super hässlich. Also der alte, das ist gut, super hässlich ist übertrieben, aber der sah so aus. Fand ich nicht schön. Hm. Auf jeden Fall, Moment, ist der toll. Und warum ist der so toll? Die Noten führen dich komplett in die Irre. Also, der hat nämlich irgendwas fruchtig-spritziges noch. Also ja, der Pfeffer prickelt super schön. Der ist auch zimtig, aber nicht so sehr, wie man denkt. Und meiner Meinung nach fehlen da noch Beerennoten in dieser Pyramide und irgendwas Süßes. Also ich meine, die unterschlagen uns da auch noch eine Vanille. Also es ist ein sehr toller Gourmand, der nicht zu süß wird, der wirklich, ich sag mal, für die Welt draußen ist. Also, das klang jetzt blöd. Den man halt im Alltag auch tragen kann, der nicht zu viel ist. Und ein super einzigartiger Duftcharakter. Ich habe sowas wie den noch nicht gerochen. Und ich finde ihn sehr, 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 sehr schön. Gefällt mir echt richtig gut. Der Rouge Extreme ist eine Überdosis. Das ist so ein bisschen, da geht es mir ein bisschen wie mit Dings Italica von Casamorati. Ist einfach too much hier. Die ganze Frucht, Himbeere, das ist so ein richtig synthetisches Mess. Ich frage mich, warum bei würzigen Noten dieses kleine Thumbnail hier, warum das hier Desserts sind. Das hat nichts mit würzig zu tun. Würzig für mich ist Pfeffer oder Zimt oder Muskat oder so. Aber okay. Ja, genau. Aber hier, der wirkt, der ist viel gourmandiger, als die Noten hier aussehen. Und einfach echt gut gemacht, ja. Auch irgendwie eine Bubblegum-Note zusätzlich. Also ich denke, die Noten hier sind komplett falsch. Hier oben steht es immerhin, hier, fruchtig. Was habe ich jetzt gemacht? Fruchtig ist er ein bisschen, er ist würzig, er ist süß und cremig. Weiß ich gar nicht, ob ich das unterschreiben würde. Ah, die Ines meint, es ist ein Gewürzpulver mit Löffel drin, dieses Symbol, echt? Ja, kann schon sein. Für mich sieht es ein bisschen aus wie halt so ein Eisbecher oder so. Naja. Egal, egal. Auf jeden Fall, The Chronic ist super schön. Der Flakon ist toll. Die ganze Marke ist spitze, finde ich. Und jetzt habe ich wieder nicht... Ah, ich habe einen Code mit denen, der heißt Leni10. Falls ihr einen Flakon kaufen wollt, könnt ihr den benutzen. Ich empfehle auch ganz stark Green Butterfly. Das war so meine Frühlingsentdeckung dieses Jahr. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ich hatte eine Aktion mit denen. Da bekommt ihr noch einen anderen Flakon gratis mit meinem Code. Und zwar entweder den Pirates 2.0 oder den Black Dragon. Ich weiß nicht, ob der noch gilt. Das müsst ihr dann mal ausprobieren. Ich verliere langsam den Überblick. Ja. Ah, super schön. Super schön. Okay, dann könnten wir eigentlich das erste Giveaway machen, oder? Habt ihr Lust? Das erste Giveaway ist gesponsert von einer Zuschauerin, und zwar der lieben Melissa. Und die Melissa hat sich den Love at First Sight geholt in 50 Milliliter. Ihr wisst, das ist so ein Fliederduft mit ein bisschen Passionsfrucht. Der ist, ich finde den wunderschön, aber für die Melissa ist er nix. Sie verschenkt ihren an euch, an die Community.
Und das ist, wie gesagt, ein 50-Milliliter-Flakon. Sie hat den, glaube ich, 2-3 Mal gesprüht. Also noch fast wie neu. Kommt in Originalverpackung, glaube ich, sogar. Und den werden wir jetzt an euch verschenken. Und zwar mit folgender Frage. Oh, ich bin wieder nicht vorbereitet. Okay, jetzt weiß ich's. Das nächste Mal, wenn wir die Perfume Collection testen, welches Set testen wir? Ihr müsst nur den Titel des Sets schreiben, müsst nicht Set oder Collection dahinter schreiben. Ja, Lily B. hat gewonnen. Gourmand, das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch, Lily B. Schreib mir bitte eine E-Mail mit deiner Adresse und dann leite ich das an die Melissa weiter und dann schickt sie dir den zu. Der ist echt richtig schön, der Love It First Style. Richtig schön. Ich mag den sehr gern. Okay. Erstes Giveaway. Dann. Was haben wir noch? Lass mich mal kurz auf meine Agenda schauen. Ah, wir könnten mal eine Sammlung anschauen. Und zwar habe ich heute mal ein Update für euch. Wir schauen uns heute ein Update an. Und zwar von der Rasa. Die Sammlung von der Rasa hatten wir schon mal besprochen hier. Und sie hat vor kurzem ein Update dazu geschickt. Also wir haben hier zweimal Guerlain. Wir hatten den LAK, Rouge Malakit, den Rajasthan, Vicolo Fiori und den Occhi di Vanille. Und die Sammlung sieht jetzt so aus. Occhi di Vanille dürfte bleiben, auch der LAK. Der hier, der El Passajero von Lengling, ist neu. Und ich glaube, der war in meinem letzten Video. Bin mir nicht ganz sicher, weil ich die Zeit zwischen, wenn ich ein Video editiere, was dann rausgeht, ist manchmal Wochen. Und dann bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber ich glaube, der El Passajero war in diesem Video. Das ist ein sehr schöner Sommerduft. Ein frischer, bisschen zitrischer, ganz gediegener, bisschen Moschus, bisschen Holz. Dann haben wir Sensual Orchid von Laurent Mazzo. Weiß ich gar nicht, den kenne ich überhaupt nicht. Dann haben wir den Rambon von Celine und einen Allure von Chanel. Und es ist bei so einer kleinen Sammlung, ist auch mal cool, die kann man auch echt lagern, wo man will, weil die Düfte werden nicht kippen. Man verbraucht die halt dann so schnell. Und man sieht auch, dass sie da schon Gas gibt. Ne? Also den El Passajero, den gibt es nämlich noch gar nicht so lang und hat sie schon ordentlichen Dent drin. Das war wahrscheinlich der Sommerduft. Und auch der Occhi di Vanille ist schon nur mehr halb. Bei dem Celine, ich glaube, der ist noch relativ voll. Und Allure hat sie auch ordentlich Gas gegeben. Also echt schön. So. Und ein Tiger im Hintergrund. Also haben wir unser obligatorisches Haustier auch mit dabei. So. Ja. Der Tiger ist schön. Okay. Gut. Dann habe ich noch einiges zum Testen hier. Ich überlege jetzt, ich habe so viel da. Ich muss mich jetzt entscheiden, was ich testen will. Ich habe letztens eine Bestellung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wo. Ich glaube bei Parfum Dreams oder Douglas oder was auch immer. Und die legen ja immer so Proben bei von so Designerdüften. Und jetzt habe ich mir gedacht, lasst uns mal wieder ein paar Cheapies probieren. Und zwar habe ich einmal Davidoff Cool Water Reborn und Bad Boy von Caroline Herrera. Den hatte ich schon mal gerochen irgendwann, aber ja, ich habe auch ein Selfridges-Säckchen, richtig. Hier, liegt sogar noch auf meinem Schreibtisch. Da testen wir gleich auch noch was. Aber ich mag jetzt mal kurz den Cool Water Reborn. Ich erwarte mir nichts. Ich erwarte mir eigentlich, dass es schrecklich ist. Heißt, ich kann nur gewinnen. C. Fleming schreibt, was ist das für ein LAK-Duft? Das ist der Reflet sur Locavango. Mhm, es ist, wie ich gedacht habe. Er ist schrecklich. Der Cool Water. Oh. Schrecklich synthetisch. Ekelhaft. Schauen wir mal kurz an.
de Parfum oder das Eau de Toilette? Eau de Parfum. Also, er hat eine 5,6 Bewertung und die würde ich auch unterschreiben. Die ist einfach nur... Der wird dann gleich weggeschmissen. Da muss ich auf keinen Glider warten und nix. Weiß, dass der nicht mehr besser wird. Und dann gucken wir uns jetzt noch den Bad Boy an. Der originale Cool Water ist ganz okay, aber der war gerade nicht gut. Okay. Der Bad Boy ist definitiv nicht so schlecht wie der Cool Water. Ich erkenne schon die Verwandtschaft auch zu Good Girl. Ein bisschen gourmandig, ein bisschen Tonka. Aromatisch. Bisschen pfeffrig auch. Gucken wir mal an. Bad Boy, Bad Boy. Oder Toilette, ja. So. Geil hier immer, wie Parfumo immer die Namen übersetzt. Der Name bedeutet böser Junge. Also ich finde ihn nicht so schlecht wie eine 6,2. Der ist jetzt nicht, ich würde jetzt auch nicht sagen, er ist super gut, aber er ist viel besser als der andere. Er ist okay. Vom Quantin Bich und Louise Turner. Okay. Der ist halt billig gemacht, ja. Also man merkt halt, das Zeug da drin ist nicht besonders gut. Die Duft-DNA an sich ist nicht so schlecht, aber okay. Ich würde sagen, dann gehen wir doch lieber zum Selfridges-Säckchen vom Anton. Bad Boy finde ich sexy, schreibt Melly Propelli. Toll, danke für den Ohrwurm. Ja, ich habe den jetzt auch. Veritas fragt, ich habe mal eine Frage. Kann es sein, wenn man ins Nischensegment einsteigt, die eigene Nase so sensibilisiert wird, dass man die Designerdüfte fast gar nicht mag? Ich stelle das an mir fest. Das ist leider der Side-Effekt. Wenn man eintaucht in die Nischenwelt, dann, ich würde nicht sagen, dass die Designerdüfte dann irgendwie, dass man die alle gar nicht mehr mag. Ich finde auch, es gibt schon weiterhin schöne Düfte, aber das Designersegment wird schon dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch langweilig oft. Also, ist leider so. Die Nase, ich weiß nicht, ob es ist, dass sich die Nase sensibilisiert oder dass sich einfach der Geschmack ein bisschen ändert, beziehungsweise dass sich einfach der Horizont erweitert, ne? Weil man einfach andere Sachen kennengelernt hat. Ja. Ja, es gibt Designer, die sind richtig, richtig toll, aber. Also es gibt so Marken, die sind für mich schon eine Bank. Eine ist Narciso Rodriguez und die andere ist Prada. Das sind für mich die beiden, die richtig, richtig gut sind. Ich finde, Chanel macht auch viel richtig. Ich finde, sie sind ein bisschen zu hoch gepreist im Designersegment für das, was sie bieten an Performance. Aber ja, ich würde sagen, Chanel, Narciso Rodriguez und Prada. Nicht, dass sie nicht auch schlechte Düfte haben, ja, absolut, aber vor allem Prada. Aber die haben auch sehr gute Düfte. Ja, die Kerstin schreibt, ich finde, dass auch im Laufe des Duftlebens die Designer oft sehr ähnlich werden. Das stimmt, ja. Also, es riecht schon alles wirklich sehr ähnlich. Und der Grund ist einfach, gewisse Duft-DNAs funktionieren halt gut. Und die werden dann halt in ihrer x-ten Variation auf den Markt gebracht. Und finden dann natürlich schon Anklang im Mainstream. Also sprich, ist halt auf Abverkauf ausgelegt und nicht so sehr auf Entdecken, nicht so sehr auf Kunst, nicht so sehr auf Liebhaberschaft. Elias schreibt, Luna Rossa Black ist immer noch mein absolut most complimented Duft. Wahnsinn. Ja, genau. Luna Rossa Black ist so einer, wo ich sage, du kannst ihn in einem Flakon
packen und du kannst ihn für 300 Euro verkaufen, wenn du es drauf anlegst. Der würde gehen. Bin ich mir ziemlich sicher, weil er einfach so gut ist. Jonas Haar schreibt, ich denke, das hat auch damit zu tun, dass man mit der Nische sich auch an die Entwicklungen und Nuancen gewöhnt und man dann auf die Kopfnotendesign nicht mehr so reagiert. Ja, man fällt nicht mehr so oft rein, das stimmt. Man kann so ein bisschen hinter den Vorhang schauen oft schon, finde ich schon auch. RMS, schreibt die Monika Rutzbacker, ja, auch definitiv, RMS ist auch gut. Max K. fragt, Blonde Amber oder Number One for Men, welchen eher testen? Blonde Amber finde ich persönlich spannender. Der Number One for Men ist sehr schön und sehr, sehr teuer gemacht und sehr hochwertig, aber nicht so spannend wie Blonde Amber. Blonde Amber ist vor allem jetzt auch besser für die Jahreszeit, die jetzt kommt. Ja. Hermes langt immer manchmal auch daneben. Also es gibt da diesen, aus der exklusiven Linie, diesen Tonka und Vetiver Duft. Ich habe selten was Ekelhafteres gerochen als den. Also, boah. Aber gut, auf der anderen Seite haben sie auch wieder Spitzendüfte. Ja. Ich habe den neuen Mali noch nicht gerochen. Ist das ein Männerduft? Nee, kenne ich noch nicht. Ist Celine Designer? Trage gerade Dawn Paris. Ja, streng genommen ist Celine schon Designer, aber ich unterscheide immer folgendermaßen. Designermarken wie jetzt Dior, Chanel und so weiter, die Designer von denen sind für mich die Düfte, die im Mainstream verkauft werden, die in einem Douglas stehen, die man leicht bekommen kann. Und die exklusiven Kollektionen, wie auch eben die Düfte von Celine, das ist für mich Nische. Weil die vom Duftcharakter her erstens viel spannender sind meistens, die sind viel teurer und die sind vor allem nicht so leicht zu bekommen. Deswegen würde ich jetzt Celine als Nische klassifizieren, auch wenn sie streng genommen Designer sind. Ja. Ausgeblendet schreibt, Blonde Amber ist mein persönlicher Lieblingsduft von Clive. Der ist auch richtig gut. Ist richtig gut. Vor allem diese getrockneten Früchte sind halt richtig gut gemacht da drin. Ja, die Celine-Düfte sind alle wunderschön. Ich wünschte echt, die würden mich mal mit ein paar Flakons beglücken. Aber die sind echt schwer zu testen. Gibt's auch einen neuen Smoking Hot? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Killian, da teste ich von mir aus gar nichts mehr, weil ich in 90% der Fälle enttäuscht bin. An die Killians gehe ich immer erst ran, wenn irgendwie 1000 Leute mich danach fragen, weil meistens finde ich sie sehr basic. Nina Love fragt eine schwierige Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, Jasmin, Marzipan oder Upoké? Die kurze Antwort ist Jasmin, Marzipan. Die lange Antwort ist Upoké ist der tollere Duft. Ist der besonderere Duft, ist das Meisterwerk. Aber Oud Bouquet, die Tragegelegenheiten für den sind meiner Meinung nach relativ eingeschränkt. Also den trage ich, wenn ich Komplimente sammeln will, wenn ich irgendwie rausgehe, wenn ich Rückmeldung haben will für meinen Duft, wenn ich auf der Jagd bin, wenn ich auf dem Date bin, wie auch immer. Den Jasmin Marzipan, den kannst du immer tragen. Immer, jeden Tag, forever. Und der ist immer gut und er ist super schick. Und deswegen würde ich mir eher den holen. Vor allem, weil es auch einen guten Klon für Oud Bouquet gibt. Das ist der Shug of Oud von Swiss Arabian. So. Ja, Torino 23. Vielleicht bringt der Herbert den mit. Schauen wir mal. Wäre ich auch gespannt. Hackmax schreibt, ich habe im Alsterhaus 6 bis 8 der beliebtesten Killian-Düfte getestet und keiner hat mich umgehauen. Ja, so geht's mir halt auch. Also bei Killian gibt's, ich finde ein paar ganz okay, aber nichts, was den Preispunkt irgendwie rechtfertigt. Die Flakons sind auch nicht so hochwertig, wie sie ausschauen auf den Bildern. Und ja, also dem Angelstern zum Beispiel, da ist das Cap dann auch aus Plastik, was ich nicht okay finde bei dem Preis. Aber gut. Ja, gibt's das Neue von Casa Morati? Nicht, dass ich wüsste, aber ich bin ja auch selten die am besten informiert ist von uns allen.
MCG fragt, Carly vom Parfum de Mali, erst ab einem bestimmten Alter tragbar? Ja, ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo du Schnaps trinken kannst, kannst du auch den Carlyle tragen. Ben G. fragt, wie findest du den Acqua di Parma Mandorlo di Sicilia? Den finde ich langweilig. Acqua di Parma hat ein paar gute in der blauen Linie, aber der gehört für mich nicht dazu. Ja, ich finde es auch klasse. Also, falls der Herbert hier gerade heimlich zuschaut, Herbert, bring bitte den Torino 23 mit. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt schauen wir mal ins Selfridge-Säckchen vom Anton. Gucken wir mal, was da noch drin ist. Der Daniel Rossier. Daniel Rossier ist eine Marke, die ich nicht featuren möchte auf meinem Kanal. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass er so dreist kopiert und keinen einzigen Duft hat, der irgendwie seiner Kreativität entsprungen ist. Deswegen sparen wir uns den. Burberry High Tea. Okay, den gucken wir uns an. Dann haben wir hier noch ein Acqua Allegoria. Nochmal ein Acqua Allegoria. Ups. Und den O Neroli Ombre von Narciso Rodriguez. O Neroli Ombre? Kam da schon wieder einer raus und ich habe es nicht mitgekriegt. Tatsache! Das ist schon 2 Jahre her. Es geht ab. Okay. Hat mich auch noch nie jemand nach dem gefragt. Probieren wir ihn kurz. So sieht er aus. Oh Gott, ich krieg schon Angst. Frangipani, Orangenblüte. Ich glaube, der wird mir nicht gefallen. Schauen wir. Viel zu synthetisch, die Kaschmarannote. Hätte schön sein können, wäre nicht so synthetisch. Fail. Ah, kurzen Prozess. Dann. Der Joe Malone ist mega, schreibt der Anton. Ah. Nettle and Wild Achillea. Oh Gott, ich weiß nicht, wie man das spricht. Let's see. Gibt es gute Grüntee-Düfte, fragt der Niklas. Oh, Niklas, wie viele Stunden hast du Zeit? Ja, gibt's schon. Einer der besten für mich ist der Wulong Cha von Nishane. Und ja, ich weiß, dass da Oolong-Tee drin ist, aber auf mich wirkt es wie Grüntee. Den musst du unbedingt mal anschauen. So, dann machen wir jetzt den Joe Malone. Ich muss mal gucken, wie man den schreibt. Nettle. Der Flakon ist schön. Oh nein. So. Oh, der klingt spannend. Schafgarbe Brennnessel. Das ist, glaube ich, einer von meiner Schwiegermutter. Die sammelt immer Kräuter. Das ist schön. Schön grün, herb. Mit einer Idee Süße. Wo kommt die her? Der ist richtig schön. Wieso hat er nur eine 7,6? Was geht da ab? Ja, Maria H. schreibt... Nee. Big Tipper schreibt, Pomelo Sorrento hat auch grünen Tee als Note gelistet, aber du kriegst einen guten grünen Tee-Duft auch für günstiger. Können wir gleich mal schauen. Oh, ich liebe den. Ich hasse das bei Jo Malone. Die machen immer richtig gute Düfte, die sich dann genau 5 Minuten halten. Hier der auch. Sehr schön. Und zwar ist der so ein bisschen minimal zitrisch. Bisschen herb, aber nicht zu herb. Hat schon auch, finde ich, was von Tee sogar.
Sehr angenehm. Perfekt. Duftcharakter 10 von 10. Frischen, weil er so einen lustigen Flakon hat. Der gefällt mir gut. Okay, Anton, was hast du gesagt? Soll ich noch testen? Sunny Day fragt, kennst du einen Duft, der nach Regen riecht? Ja, ich kenne mehrere. Muss kurz erinnern. Es gibt den Smell of Weather Turning von Lush. Der ist aber ein bisschen heuig und das mag ich persönlich nicht so. Dann gibt es noch einen, der wirklich nach Regen riecht, aber oh, ich weiß gerade nicht, welcher das ist. Ich finde, der Chanel Chance Eau Fraiche hat was von dem Geruch nach dem Regen. Genau, Imagination ist ein toller Teeduft. Jetzt gucken wir mal. Ach komm, wir helfen jetzt dem Teeduft-Fanaten mal aus. So, hier. Filtern wir gleich mal nach Intensität der Note. Das passt. Genau, Eau de Memo. Von Memo Paris ist ein super schöner grüner Teeduft mit Leder, sehr maskulin, sehr schick. Dann Pomelo Sorrento, wie gesagt, hat eine starke grüne Teenote. Mandarin Basilik auch, aber der hält halt nur 5 Minuten. Eulong ist auch Oolong-Teeduft, aber wirkt auch grün. Was haben wir noch? Ja, der Osmanthus Antardit, den habe ich auch vom Parfum Nopier, ist auch ein schöner Teeduft. Und jetzt, finde ich, sind die nicht mehr so richtig teig. Also die oberen schon eher. Ja. Ja, stimmt. Louis Vuitton Orange riecht nach Gewitter. Heißt ja auch Gewitter. Molecule 4, sagt die Nina Lauf, ist toll. Ja, der kommt uns bestimmt noch in einem der Duftsets unter. Ich suche jetzt, ich schaue jetzt mal, ob der Anton hier noch was beigelegt hat, was spannend ist. Auch selber einen Duft kreiert, den hat er beigelegt, der heißt Dans le Champ. Ich weiß noch nicht. Ich rieche ihn jetzt mal für euch, okay? Ich weiß noch nicht, ob das euch was bringt, weil ihr ihn, glaube ich, nicht kaufen könnt. Schauen wir mal. Sehr zitrisch, frisch. Bisschen scharf, vielleicht ein Ingwer. Sehr schöner Zitrusduft. Bisschen herb, nicht süß. Wenn ich raten müsste, was da jetzt für Zitrusnoten drin sind, würde ich sagen, Ingwer, was kein Zitrus ist. Und Zitrone, Grapefruit. Ah, Ingwer, Orange, Lavendel. Schön. Kaffeesteuer. Der ist wirklich schön, Anton. Also, schön gemacht. Steuerfrage, kennt ihr einen Duft, der ähnlich wie Shiseido Zen ist, aber nicht so holzig? Ich finde ihn gar nicht so holzig. Okay, ja, Chanel Chance, kannst du mal probieren. Ist recht ähnlich. Gut, okay, dann packen wir das mal zur Seite. Das ist eh schon 10 von 10. Was habe ich denn hier noch? Jane, vom letzten Mal. Ich kenne mich in meinem eigenen Chaos nicht mehr aus. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein bisschen Q&A. Ein paar Minuten. Und dann machen wir unser zweites Giveaway. Und dann gehen wir schlafen. Ja, Love schreibt Chanel Chance Entendre. Wobei ich finde, dass der gar nicht wie Zen wirkt. Weil der Chance Entendre ist so ein
Rose, Jasminduft, sehr floral und überhaupt nicht so würzig wie der Zen. Hast du mal Helly von Tiziana Terenzi probiert? Nee, ich habe nur den Hail Bob von Tiziana Terenzi probiert. Meinst du den? Die Silvi sagt, dein Augen-Make-up sieht wieder wunderschön aus. Verrätst du uns die Lidschatten, die du verwendet hast? Kann ich schon machen, ja. Also, ich benutze hauptsächlich immer zwei Paletten. Das eine ist die Natasha Denona Bieber Palette. Und, Moment, wenn ich schon drüber spreche, kann ich es euch auch zeigen. Wenn es interessiert. So. Und zwar ist das diese hier. Die hier. Und was ich hauptsächlich immer benutze, hier so fürs Auge, ist einmal hier dieses Senfgelbe. Moment, ich mach's euch noch größer. Hier. Dieses Senfgelbe Farbe und dann diese Freckle-Farbe. Die zwei mische ich mal zusammen. Das wird dann mal Transition. Und dann benutze ich ganz oft gern noch die Pat McGrath Decadence. Sind alles Schimmerfarben, nicht Schimmer, Metallic. Richtige Metallics, die haben richtig gut Glitz. Und auf dem Lid in der Mitte habe ich diese Farbe hier. Und außen habe ich diese Farbe hier. Und das Coole bei denen ist, die haben so eine coole Konsistenz, die mischen sich gut zusammen. Ich kann da echt so Fingerpainting machen. Ich muss da nicht mal mit dem Pinsel ran. Und das ist echt chillig. Genau. That's it. Lauf schreibt, nee, du hast mich obsessed mit White Lotus und Succession. Cool, das freut mich. Ja, das Succession-Video, das kam ja jetzt raus, als ich unterwegs war. Und es war, wie ich prognostiziert hatte, eins der am schlechtesten performenden Videos, die ich jemals hatte. Was total schade ist, weil ich hatte noch nie so viel Spaß bei einem Video. Ich wünschte echt, diese Serienvideos würden besser ankommen. Aber gut, es ist, wie es ist. Jonas H. fragt, ob ich eine preiswerte Alternative zu Side Effect von Inicio kenne, die etwas preiswerter ist. Nicht wirklich. Ich finde, was so ein bisschen hinkommt, aber doch noch eine Ecke süßer ist, ist der Jazz Club von Margiela. Aber so ein richtig 1:1 Dupe kenne ich nicht. Max K. fragt, würdest du sagen, dass man Clive Christian Düfte täglich tragen kann? Zum Beispiel Hedonistic. Ja, logisch. Wenn ich so viel Geld für einen Flakon ausgebe, dann muss man den täglich tragen können. Hedonistic ist gar nicht so ein Brecher. Der strahlt nicht so krass. Der wirkt stark von Namen, aber er ist gesellschaftsfähig auf alle Fälle. Schon stark, aber gesellschaftsfähig. Sunny Day fragt, welche Serie kommt als nächstes? Ja, ich weiß nicht, ob ich noch eins machen soll. Leute, es ist echt, es ist... Das ist wachstumstechnisch Selbstmord für mich, diese Sachen zu machen. Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem noch eins machen. Muss aber noch überlegen, ich habe mich noch nicht entschieden. Vielleicht tatsächlich White Lotus. Miss Lydia benutzt auch die Bieber-Palette. Ja. Habe ich schon was von Vicanto getestet, fragt die Ines. Ja, habe ich einiges, ja. Ich finde die alle sehr synthetisch. Ich finde die alle sehr forgettable. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, ja, ja. Ihr braucht mich nicht mehr nach Bond Number 9 Chinatown fragen. Das ist ja schon fast Spam hier. Ich kenne den Duft nicht, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Christian Arscher, vielleicht gibst du Haus des Geldes noch eine zweite Chance. Ja, wenn ich Zeit finde. TechMax schreibt Top 10 davor, dann läuft es. Ja, ist halt echt so, gell? Die Top 10 Düfte von Succession. Die Top 10 White Lotus Düfte. Was noch aus dem Säckchen spannend sein könnte, ist der High Tea von Burberry. Den machen wir noch. Stimmt, den habe ich jetzt unterschlagen. Kaffeesteuer.
fragt, ob ich Hypnotic Poison von Dior Job tauglich ist. Das ist die Frage. Willst du denn auch auf die Jagd gehen im Job? Dann auf alle Fälle. Also, nee, es ist so oder so. Also, meine Mitbewohnerin hat den immer getragen. Das war ihr Signature, den hat sie täglich getragen. Da musst du halt ein bisschen mit der Dosierung schauen. Dann nimmst halt nur zwei, wenn du irgendwie in den Job gehst oder in die Uni musst oder so. Mensch, ich rieche nicht viel bei dem High Tea. Moment. Mr. Digital Works bewertet jetzt alle Top 10 Videos mit Daumen runter. So redundant. Pff. Aber nicht meine, gell? Nicht meine. Ah, jetzt, okay. Hm, auch so zitrisch, frisch, teig. Jetzt relativ verhältnismäßig langweilig, würde ich sagen. Der Lavendel kommt jetzt aber. Schön. Und schon hat er ein bisschen Charakter bekommen. Also. Die Kamille merke ich sofort im Kopf, das ist nicht so meins. Und der Rest ist schön. Hm, also ich glaube, dass der auch gut Leuten gefallen wird, die den Tee Yulong von Armani gern mögen. Der Weihrauch macht sich ganz gut da unten. Na, er gewinnt, er gewinnt. Flakon sieht okay aus. High Tea, 12%. Was auch immer das heißen mag. Ja, also der ist schön. Wie hält er sich? Nicht gut. Ja, also wenn die Kamille sich noch ein bisschen zurücknimmt, dann bin ich am Start mit dem. Richtig schön. Irgendwie, der hat sowas Bitterherbes. Und ich glaube, das kommt ein bisschen vom Weihrauch und das gefällt mir sehr gut. Der Lavendel kommt richtig schön. Richtig schön. Ich setze mir den, glaube ich, mal auf die Wunschliste. Der ist echt nice. Ist das ein Exklusiver? Wahrscheinlich schon, gell? Sarah fragt, ob ich eine Lieblingsduftrichtung habe. Nee. Ich habe Richtungen, die mir besser gefallen und Richtungen, wo ich schwerer was finde, aber ich mag eigentlich alles. Was ganz gut ist für meinen Job. Sophie fragt, wer oder was ist eigentlich Coty? Coty ist ein Konzern, so wie Estee Lauder oder LVMH. Die haben viele Marken, die sie vertreiben. Sozusagen ein Mutterkonzern. Elvira Duda fragt, Leni, findest du Nuit et Confidence ist ein Dupe zu Spiritueuse Double Vanille? Wie sieht es mit der Performance aus? Nee, finde ich nicht. Weil Spiritueuse Double Vanille hat diese ganz distinktive Rumnote. Die hat Nuit et Confidence nicht. Der ist eher rauchig-vanillig. Finde sie nicht sehr ähnlich. Ja, ihr mögt alle. Ich habe das Gefühl, die Leute, die in Streams kommen, die mögen die Serienvideos alle. Aber das ist, ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch. Um ganz ehrlich zu sein, überlege ich die ganze Zeit, ob ich nicht noch sozusagen eine Art Spin-off machen soll, wo ich ein bisschen nicht nur über Düfte spreche. Ich habe keine Zeit, gerade was anderes zu malen. Aber ich hätte schon Lust. Vielleicht irgendwann mal, in ferner Zukunft, wenn ich daheim nicht mehr ganz so eingespannt bin. Welchen Duft hast du bei deinem letzten Bergurlaub in Südtirol getragen? Dass ich es jetzt gerade gar nicht weiß. Ah, ich habe viel Gris Dior getragen. Ich fand, dieses rose Patchouli-Ding hat super gepasst. So ein bisschen frisch, erdig. Hat gut in die Berge gepasst. Und wir waren ja auf dem Bauernhof.
Das heißt, wenn man morgens das Fenster aufgemacht hat, dann kam auch direkt das Aroma aus dem Kuhstall rein. Also, ja. Teilweise war es echt heftig. Also, aber es war sehr schön. Sehr, sehr schön und malerisch. Ja, Moschus kann man schnell anosmisch werden, das stimmt. Timon fragt, hättest du eine Empfehlung für einen Duft, der in die Richtung Tragedy of Lord George geht? Nee, der ist sehr einzigartig. Ich habe noch nichts gesehen, was irgendwie ähnlich riecht. Javier Lopez fragt, wann kommt das zweite Video mit Simone? Es gibt schon zwei Videos mit Simone, das zweite kam schon. Muss mal schauen, die kamen relativ knapp hintereinander. Nee, Dave fragt, kommen wir wieder ein Video mit Julius? Nee, erstmal nicht. weiß nicht, die Präsenz vom Julius in Videos, glaube ich, hat sich seiner Meinung nach so ein bisschen ausgelutscht, weil er das Gefühl hat, dass er nicht viel zu geben hat in der Hinsicht. Ich denke schon, dass er irgendwann mal wieder kommen wird, aber vorerst mal nicht. In den Streams ist es dann schon eher wahrscheinlich, dass er mal dazu kommt. Sarah Sophie schreibt, ich würde Marie gerne mal wieder sehen. Ja, ich auch. Marc XXX schreibt, wollte einfach mal Lob für deine tollen Videos und Streams aussprechen. Dankeschön. Glenn Fischer fragt, was hältst du von Enigma von Roger und findest du das Parfum oder Cologne besser? Ich mag das Cologne lieber. Das Parfum Cologne. Mag den sehr gern. Ich liebe den, ehrlich gesagt. Ich finde den super. Ja, oh Leute, jetzt hier. Jetzt kriege ich auch ein paar Hausaufgaben von euch. Ja. Meine absolute Nummer 1 ist Serge of Amber Star. Was kannst du mir empfehlen? Den Unbelievable von Astrophil und Stella. Kann ich dir empfehlen. Ja, genau. Javier Lopez schreibt, Daumen hoch, Leute. So viele schauen zu. Wie viele schauen zu? 378 Leute. Da fehlen noch ein paar Daumen. Ja, okay, cool. Wenn ihr gerade schon Vorschläge macht, dann schreibt mir bitte auch ein paar Videothemen. Nicht nur Leute, mit denen ich drehen soll, sondern schreibt mir ein paar Videothemen, auf die ihr voll Bock hättet. Das können wir jetzt noch als kleinen Marathon machen. Ich gebe euch jetzt 30 Sekunden dafür und dann machen wir unser zweites Giveaway. Sammlung Aufbewahrung, okay. Stimmungsvideo. Worst of Favorite Brands. Das ist eine coole Idee. Schau ich mal auf. Sehr coole Idee. Meine Sammlung, ja. Das Video dauert dann 3 Tage. Overhype-Stifte. Best of Celine. I wish, ja, das würde ich echt gern machen. Historisch bedeutsame Düfte. Kakaodüfte. Das ist eine gute Idee. Anti-Dropper, natürlich. Aufbewahrungsvideo. Puh, ja. Top 10 Düfte für Serien schauen. Meinst du so Netflix und Chill-mäßig? Aus meiner Sammlung. Ich habe ja. Das erste Video, wo der Julius mal mit dabei war, da hat er mich Düfte blind aus meiner Sammlung riechen lassen und ich war okay. Ich war jetzt nicht besonders gut, aber ich war jetzt auch nicht super schlecht. Ich glaube, wenn wir das jetzt machen würden, jetzt wo hier über 500 Flakons im Schrank stehen, ich glaube, ich würde mich
Also, ich weiß nicht. Also, wenn ich einen Treffer hätte, wäre es wahrscheinlich schon gut. Den dürfte, auf die ich nie verzichten kann. Ja, das sind so diese Top 10 for Life, Forever, Holy Grails, Ride or Dies. So ein Video. Ja, die nutzen sich, glaube ich, die nutzen sich ab. Die haben gute Klickzahlen immer, aber mehr als einmal pro Jahr mache ich so ein Video nicht, weil es ist dann irgendwie, es ist auch ehrlich gesagt dann gelogen, weil der Geschmack oder die absoluten Favorites verändern sich nicht so oft, dass sich immer wieder ein neues Video lohnen würde. Wellnessdüfte, Düfte für Biker, das ist mal spezifisch. Ich glaube, das Video hätte wahrscheinlich noch weniger Aufrufe als die Serienvideos. Top 10 Düfte zum Schlafen gehen, habe ich schon mal gemacht. Flakonfarben, passend oder unpassend zum Duft. Aromatische Wellnessdüfte. Ha! Was steht hier auf meiner Ideenliste? Wellnessdüfte zum Runterkommen. Okay. Okay, jetzt erlöse ich euch. Danke für eure Vorschläge. Die Frage fürs... Ich zeige euch erstmal, was zu gewinnen gibt. Und zwar, Mikalev hat mich mal wieder mit einem Flakon bedacht. Und zwar dem Soleil Passion. Und da ich den schon besitze, verschenke ich ihn an euch. Das ist ein sehr schöner, fruchtiger... sehr fruchtiger Duft. Wo habe ich ihn denn? Den doch gerade auf, oder? Hier. Genau. Ist ein bisschen granatapfelig, fruchtig, blüht. Ich spüre den jetzt nicht. Der ist noch ungesprüht. Ich weiß ja, wie er riecht. Dann kriegt ihr den noch jungfräulich. Der ist relativ frisch released. Der ist erst 1 oder 2 Jahre alt. Und es ist so ein schöner Duft, um den Sommer ausklingen zu lassen. Genau. Schon eher feminin, würde ich sagen. So. Die Frage ist, über welche Serie habe ich das letzte Serienvideo gemacht? Wie ist der Titel der Serie? Ja, Jonas Thele, glaube ich, hat gewonnen. Succession. Ich schaue gerade, ob es richtig geschrieben ist. Schaut mir richtig aus. Herzlichen Glückwunsch, Jonas. Du hast den Soleil Passion gewonnen. Okay, dann sind wir durch für heute, Leute. Jetzt schaue ich gerade mal, was wir nächstes Mal machen. Wie gesagt, nächste Woche ist der Herbert da. Und ab dann haben wir wieder unseren 2-Wochen-Rhythmus. Dann ist das nicht mehr so... Vogelwild, wie es jetzt die letzten Male war. Jetzt hatten wir ja 3 Wochen Pause, davor hatten wir 1 Woche Pause, jetzt wieder 1 Woche und dann ist es wieder regelmäßig alle 2 Wochen. Und genau, ihr könnt euch also schon mal eure Fragen überlegen für ihn. Ich gehe davon aus, dass er irgendwas zum Schnuppern mitbringt. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das wird. Wird bestimmt cool. Genau, nächste Woche Dienstag, 20.30 Uhr, wie immer. Ja. Ja, hoffentlich mit Torino 23. Okay, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, wir sehen uns dann in 1 Woche und bis bald. Ciao, ciao.